Frühjahrsputz fürs Fahrrad. Wenn das Fahrrad im Frühling wieder genutzt werden soll, bleibt ein Rundum-Check meist nicht aus. Nach einer gründlichen Reinigung sollten vor allem die folgenden Punkte beachtet werden. Wenn das Fahrrad lange Zeit nicht genutzt wurde, sollte der Reifendruck überprüft werden. Die Reifen können bis zum Maximaldruck aufgepumpt werden. Dieser ist auf dem Mantel abzulesen. Funktionierende Bremsen sind lebenswichtig. Bei angezogener Bremse sollte noch ein Finger breit Platz zwischen dem Bremshebel und dem Lenker sein. Sind die Bremsklötze abgenutzt, müssen sie gegen neue ausgetauscht werden. Bei einem Fahrrad mit Kettenschaltung wird die Kette zuerst gründlich gesäubert und von altem Öl befreit. Dann ist es am einfachsten, die Tretkurbel langsam rückwärts zu drehen und neues Öl dünn auf die Kette aufzutragen. Vermeidung von Schimmel. Kühlt eine Wohnung tagsüber aus und wird deswegen abends stark beheizt, dann kann sich schnell Schimmel bilden. Besser ist es, die Wohnung den ganzen Tag über auf mittlerem Niveau zu heizen. Bei seltenem Lüften bleibt die Feuchtigkeit, die Schimmelbildung begünstigt, in der Wohnung. Deshalb ist es sehr wichtig, mehrmals täglich zu lüften. 5 Minuten Stoßlüften kosten zudem kaum Heizenergie. Möbel sollten nicht direkt an Außenwände gestellt werden, da sich auch hier Schimmel an der Wand bilden kann. Es ist besser, immer eine Handbreit Abstand zur Wand zu halten. Neuer Gartentrend. Das Schwedenfeuer heißt auch Baum- oder Gartenfackel und besteht aus einem Baumstamm, der vertikal eingeschnitten ist. An einem Docht oder mit Grillanzünder kann dieser entzündet werden und brennt dann mehrere Stunden lang. Ursprünglich wurde das Schwedenfeuer von Waldarbeitern genutzt, aber inzwischen erfreut es sich auch immer größerer Beliebtheit auf Gartenpartys. Es kann in Baumärkten erworben werden und bietet eine kompakte Alternative zum großen Lagerfeuer.